Der Scholastik ging die Patristik voran, die Zeit der Kirchenväter mit Augustinus und Dionysos Areopagita. Die Scholastiker werteten die Rolle der Vernunft auf. Ihren Namen verdankt die Scholastik einerseits der zunehmenden Bedeutung der Kloster-, Dom- und Hofschulen, andererseits entwickelte sich eine schulmäßige Methode der Abwägung und des Vergleichens, in der man das antike philosophische Erbe zu erlernen und mit dem christlichen Glauben zu vereinbaren suchte. Die dialektische Arbeit am Gottesbegriff ist dabei eines der Hauptthemen. Johannes Scotus Eriogena wurde 810 geboren und lebte zur Zeit der karolinischen Renaissance, in der Karl der Große mit vielen Schulgründungen für einen Aufschwung des geistigen Lebens sorgte. Ein Teil seiner Schriften wurde später verboten. Johannes Scotus bewegte sich auf den neuplatonischen Wegen. Der ewige Hervorgang allen Seins aus Gott hat 4 Stufen, die allerdings nicht in zeitlicher Abfolge gesehen werden dürfen. Die erste Stufe kennzeichnet die ungeschaffene und schaffende Natur. In ihr ist Gott vor allem anderen und kennt sich selbst noch nicht. Sie wird der ersten Person dem Gottvater zugeordnet. Die zweite Stufe steht für die geschaffene und schaffende Natur, das heißt für die Welt der Ideen in Gott, in der Gott sich selbst ewig selbst erkennt. Sie wird der zweiten Person dem Gott Sohn zugeordnet. Die dritte Stufe beschreibt die geschaffene und nicht schaffende Natur, die Welt der räumlich und zeitlich erscheinenden Geschöpfe. Sie ist der dritten Person dem Heiligen Geist zuzuordnen. Die vierte Stufe umfasst die ungeschaffene und nicht schaffende Natur und folglich Gott, zu dem alles Geschaffene zurückkehrt, um in ihm zu ruhen und nicht mehr auszugehen. Sie ist das Endziel der Schöpfung. Gott und Natur sind ein und dasselbe, denn der dreieinige Gott ist die Substanz aller Dinge. Im heraufbrechenden Universalienstreit über die Frage, ob Allgemeinbegriffe selbstständig existieren oder bloße Namen sind, vertritt Johannes Scotus den Realismus. Die Allgemeinbegriffe, also die Universalien, bestehen tatsächlich. Sie sind nicht bloß ein Konstrukt im menschlichen Geist. Der 1050 geborene Rosselin gilt als Hauptvertreter der Gegenposition des Nominalismus. Die reale Existenz der Allgemeinbegriffe wird bestritten. Sie sind nur Namen im menschlichen Geist. Lediglich die Einzeldinge existieren. Diese These, konsequent auf die Trinitätslehre angewendet, bedeutet, dass Gott aus 3 selbstständigen göttlichen Wesen besteht. In unserem Modell wird dies durch die 3 unverbundenen Kreise dargestellt. Die Kirche verurteilt diese Haltung jedoch. Mit seinem ehemaligen Schüler Abélard führte Rosselin Auseinandersetzungen in erstaunlicher Härte und Feindschaft. Peter Abélard wurde 1079 geboren und vertrat eine vermittelnde Position. Die Allgemeinbegriffe sind Urbilder der Dinge im göttlichen Geist selbst. Sie sind in den Dingen selbst verankert und sie sind im Geist der Menschen, der sie durch Abstraktion bildet. Die göttliche Trinität legt Abélard mit den Lehren der griechischen Antike aus. Gott Vater ist die Macht, das Ureine. Gott Sohn ist die Weisheit, der Logos. Der Heilige Geist als der liebende Wille Gottes entspricht der platonischen Weltseele. Mit 3 verschiedenen zeitlichen Phasen brachte der 1145 geborene Joachim von Fiore die Trinität in Verbindung. Diese 3 Zeitalter sind in unserem Modell von links nach rechts dargestellt. Das Alte Testament ist die Zeit des Vaters. In ihr regiert das Gesetz und die Furcht davor. Das Neue Testament ist die Zeit des Sohnes. In dieser Phase herrscht die Kirche und es ist eine Zeit der Sühne und Gnade. Die dritte Zeit ist schließlich jene des Heiligen Geistes, eine Zeit der Liebe, die Joachim als unmittelbar bevorstehend ansah. In ihr regiert die Liebe in der Freiheit aller. Kirche und Institution sind nicht mehr notwendig. Joachims Lehre wurde zum Prototyp der Heilslehre, die paradiesische Zustände schon in dieser Welt herbeiführen wollten. Ungeachtet seiner Bezeichnung als Erzketzer zählt Joachim von Fiore bis auf den heutigen Tag zu den katholischen Seligen.
Sein Gedenktag ist der 29. Mai. Der berühmteste Denker der Frühscholastik ist Anselm von Canterbury. Er erblickte 1033 das Licht der Welt und hatte den Anspruch, den Glauben und die Existenz Gottes allein aus der Vernunft herzuleiten. So kam er zu seinem berühmten ontologischen Gottesbeweis. Jeder Mensch versteht unter dem Begriff Gott etwas, über das hinaus wir uns nichts Höheres denken können. Darin unterscheidet er sich von den unvollkommenen Dingen der Welt, die klein, unrein, unheilig und verschieden sind. Der Begriff Gottes aber existiert im menschlichen Verstand als das absolut Größte und Vollkommenste, Reinste und Heiligste. Daraus ergibt sich für Anselm von Canterbury die Schlussfolgerung, wenn Gott im Verstand existiert, muss er auch in der Wirklichkeit existieren. Denn würde er nur in unserer Vorstellung existieren, würde dem bloß vorgestellten Gott etwas zur Vollkommenheit fehlen, nämlich das Sein, die Realität. Dies zeigt in unserem Modell die eine unvollkommene Ebene, die diesen nur gedachten Gott hindert, real zu sein. Denn etwas, das in Wirklichkeit existiert, ist vollkommener als etwas, das wir uns lediglich vorstellen. Gott als das denkbar Größte kann es an nichts mangeln, also muss er auch real sein. Obwohl dieser eigentümliche Gottesbeweis schon zu Anselms Lebzeiten sehr umstritten war, griffen ihn Denker bis in die Neuzeit immer wieder auf, zum Beispiel Descartes und Leibniz. Neben der Bestimmung der innergöttlichen Verhältnisse ist der Gottesbegriff auch von seiner Beziehung zur Welt geprägt. Sie ist bei den meisten Autoren dieser Zeit von schroffer Gegenüberstellung im augustinischen Sinne gekennzeichnet. Es gibt aber auch pantheistische Ansätze, die Gott und die Welt in eines setzen. So sind beispielsweise für Almalrich von Bene Gott und die Welt der Geschöpfe ein und dasselbe. Gott ist die Vielheit aller Formen. Die Trinität ist in unserem Modell in einem gemeinsamen Kreis zusammengefasst, ebenso wie bei David von Dinant, der Gott und die Prima Materia in eins setzte. Die Kirche nahm diese pantheistischen Systeme jedoch nicht hin, zumal sie von sozialen Bewegungen zur Begründung ihrer gesellschaftspolitischen Forderung, zum Beispiel der Abschaffung des Eigentums und der weltlichen geistlichen Hierarchie, benutzt wurden.